Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute testen wir mal, habt ihr im Thumbnail und im Titel wahrscheinlich schon gesehen, ein paar Drogerieneuheiten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Einige davon gibt es auch schon in der Drogerie. Manche habe ich mir quasi online bestellt, so im Boozy-Shop oder bei Beauty Bay, ne? Da kommt das Ganze dann quasi schon rein, bevor das überhaupt bei uns in der Drogerie steht. Aber ich bin neugierig. Lasst uns das mal zusammen testen. Da habe ich zuallererst hier, achso, ein Primer habe ich mir schon drauf gemacht aus meinem Project Pen, ne? Da weiß ich, dass der einfach auch super funktioniert. Und da habe ich hier von Maybelline die Superstay 30 Stunden Lumi Matte Foundation. Ich habe mir die bestellt in der Farbe 090 und ich bin wirklich gespannt, wie die vom Finish ist, ob die farblich passt. Ist immer so eine Sache, online dann ja auch Foundations auszusuchen. Und sofern ich die Produkte, also ich werde sie alle irgendwie online finden, ne? Die sind alle in der Infobox verlinkt. Richtig abgefahren ist die Verpackung erstmal. Erstmal kriege ich diesen Klebi gar nicht richtig ab. Hallo? Muss man abschneiden, ist halt auch irgendwie blöd. Denn wir haben hier außen drumherum sowohl auf der Kappe hier Superstay stehen, als auch hier auf dieser gläsernen Umverpackung. Also das ist haptisch halt auch eine ganz interessante Geschichte. Dann gebe ich mir mal ein bisschen was auf meinen Handrücken. Oh, sehr, sehr schöne Farbe. Flüssig ist das Ganze. Und ich habe bei den Prime Weeks zugeschlagen und mich hier dieses Pinselset mal bestellt. Hatte Maxim ja auch schon immer mal wieder empfohlen, aber das ist nochmal ein anderes irgendwie, auch von diesem Yesup. Und dann nehme ich diesen... Ja, Pinsel, der manchen Pinseln, die ich schon habe, etwas ähnlich aus, ähnlich sieht. Trage mir jetzt erstmal damit die Foundation auf. Okay, doch relativ hell. Ich mache jetzt auch eine relativ dünne Schicht einfach mal. Zum einen, weil, wie wir ja gesehen haben, die Foundation-Farbe etwas hell ist. Und zum anderen einfach, weil ich eine trockene Haut habe und hoffe, dass dann die Foundation nicht zu cakey aussieht. Das ist so ein kleiner Trick, den man anwenden kann. Die Deckkraft scheint nämlich schon sehr, sehr derbe zu sein, ne? Das passt zu meinem Hals. Das muss man wirklich sagen. Und hier sehen wir auch, dass mein Gesicht immer so ein bisschen... Ja, dunkler ist als mein Hals. Das ist ganz spektakulär bei mir immer. Okay, ich gebe mir jetzt noch einen zweiten Pumper auf meinen Handrücken und baue mir die Foundation einfach mal an ein paar Stellen noch etwas auf, damit das Ganze etwas ebenmäßiger wird. Wow, also im Display sehe ich aus wie Casper, the Friendly Ghost, mal wieder. Also jetzt nur mit einem Pinsel aufgetragen, sieht das Ganze sehr, sehr... ja, cakey in meinem Gesicht aus. Also das sieht sehr maskenhaft aus, muss man wirklich sagen, ne? Matt ist halt auch einfach nicht so meine Konsistenz, aber ich denke mir halt bei Lumi-Matt-Geschichten, das könnte funktionieren. Deswegen nehme ich mir jetzt ein Schwämmchen und arbeite das jetzt noch ein bisschen mehr ein, beziehungsweise dadurch nehme ich auch noch ein bisschen was an Produkt hier runter. Bei mir ist halt das Ding, dass diese Foundation mich wirklich auch ein paar Jährchen älter aussehen lässt. Sie sitzt an der Nase wirklich gar nicht gut, ne? Also da möchte sie auch nicht wirklich zum Halten gebracht werden. Ich finde auch nicht, dass meine Haut, also sie wird farblich dadurch perfektioniert, sodass man das quasi, wenn ich gleich auch weiter filme und so, nicht sehen wird, wie sie auf der Haut sitzt. Aber ihr seht es jetzt ja auch aus der Nähe. Ich finde nicht, dass sie gut sitzt. Ich finde, dass sie auch... Weiß ich nicht, auch am Kinn an, ne? Dass die sich einfach nicht gut mit meiner Haut verbindet. Das funktioniert einfach nicht so gut. Ich komme noch ein bisschen näher, dann seht ihr mal so richtig die Realität des Lebens, ne? Also, vielleicht einfach ein bisschen zu matt für mich. Und es ist bei mir halt einfach so, dass ich, wenn ich matte Foundations tragen kann, dann wirklich nur jetzt, so richtig im Hochsommer, ne? Also für den Winter wäre das ganz, ganz gruselig bei mir. Das heißt, es ist jetzt keine Foundation, die ich für trockene Haut empfehlen würde. Aber ihr seht es halt auch aus der Entfernung. Und gleich, wenn ich auch noch mal andere Produkte drüber gehe, wird das funktionieren. Deswegen nehme ich jetzt auch hier einen Concealer, und zwar von Max Factor Miracle Pure Eye Enhancer mit Koffein und Vitamin C. Ich habe die Farbe 01 Rose. Und ich bin ja so ein bisschen kühl, neutral vom Hautunterton, deswegen wird das farblich, glaube ich, ganz gut funktionieren. Auch hier gebe ich mir ein bisschen was auf meinen Handrücken. Kommt auch eigentlich mit so einem coolen Applikator, womit man das halt direkt auftragen könnte. Bin ich jetzt ja nicht so Ultra-Fan von. Und auch hier habe ich natürlich den passenden Pinsel im Pinselset. Ja doch, den nehme ich auch. Und ja, gebe mir dann ein bisschen was auf meinen Pinsel drauf und arbeite das dann jetzt um meine Augen ein. Und wir kennen hiervon ja auch schon die, ist das eine Foundation oder ist es als Foundation deklariert? Ich glaube schon, ne? Und die ist ja auch eher leichter unterwegs, also sowohl vom Tragegefühl als auch von der Deckkraft. Und ich glaube, dass das einfach auch sehr gut so zusammenpassen soll, kann und wird. Jetzt mit dieser schweren Foundation, die ich im Gesicht habe, könnte das schwierig werden, weil die Konsistenzen sich wahrscheinlich nicht ganz so gerne mögen. Aber mal gucken. Wenn ich hier mit dem Pinsel und dem Concealer in der Nase mache, ne? Der ist ja ein bisschen flüssiger. Trage ich einfach die Foundation ab. Das ist gruselig.
bin auch gerade echt am Überlegen, ob ich die Foundation wieder runternehme. Also es ist jetzt natürlich schwierig, euch auch andere Base-Produkte zu zeigen, aber wir versuchen es jetzt erstmal, bis ich wirklich an einen Punkt komme, wo ich sage, nee, das geht gar nicht mehr. Ich beiß mich da immer so ein bisschen durch. Ihr kennt das von mir. Wenn ich dann aber an einem Punkt ankomme, wenn das Ganze dann so aussieht, also sich wirklich so gar nicht verträgt, dann muss ich wirklich die Reißleine ziehen. Das heißt, abschminken, von vorne anfangen. So, ich habe mich jetzt abgeschminkt und meine No-Brainer Foundation von L'Oreal verwendet, die Perfect Nude. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die hat eine sehr leichte Deckkraft und ich habe mir gedacht, von der Konsistenz her könnte das mit dem Concealer passen. Also, nächster Versuch. Pinsel habe ich übrigens auch grob gereinigt, nicht, dass da noch irgendwie Sachen von der Foundation oder so dran sind. Und ich nutze die andere Seite vom Schwämmchen jetzt und arbeite das direkt einfach mal ein. Nicht, dass das vielleicht irgendwie zu schnell anzieht oder so. Man versucht jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, die Produkte dann auch performen zu lassen. Ja, das hat schon mal besser funktioniert, sieht aber trotzdem nicht perfekt unter den Augen aus, um das mal so zu sagen, ne? Also, ja, so ging es aber jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen besser. Das sieht nicht ganz so furchtbar aus. Ja, und so geht das auf jeden Fall deutlich mehr klar. Wir haben hier eine leichte Deckkraft auch bei dem Concealer, aber es sieht gut aus. Ich glaube, das hatte ich eben auch schon so ein bisschen, ich merke die Wirkstoffe. Also auf meiner Haut arbeitet es ein bisschen, ne? Also dass ich so ein leichtes, ich würde nicht sagen brennen, aber es ist so ein leichtes Blitzeln, ne? Das habe ich aber auch, wenn ich so Koffeinseren oder so verwende. Dementsprechend ja, kann es definitiv auch daran liegen. Und jetzt ja, helle ich hier unten noch so ein bisschen was auf. Doch, der Concealer macht jetzt erstmal auch einen guten Eindruck. Verbindet sich auch gut mit der Foundation. Also es lag definitiv eben an der anderen Foundation. Die ist nicht für meinen Hauttypen geeignet. Nein, der Concealer schon. Man muss es aber mögen, dass man auch jetzt quasi Wirkstoffe im Gesicht hat. Dann habe ich hier was von dem Asam mir gekauft. Das ist der Mousse Highlighter. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ist jetzt so ein Pöttchen. Pöttchen, ne? Das ist ein Pott, Leute, für einen Highlighter mit 12 Millilitern. Oh mein Gott. Krass. Okay, das ist einfach super viel Produkt, ne? Ich weiß nicht, ob so ein Pott die richtige Art und Weise ist, so ein Produkt zu liefern, aber naja. Ich verteile das jetzt hier mal, um zu gucken, wie der Highlighter so highlightet. Sehr subtil. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Bedenken, ob das mit der Base, die ich drauf habe, ganz gut funktioniert. Man sieht ungefähr gar keinen Effekt. Was ist das denn? Hä? Ja, ganz leicht. Doch komm, wenn das jetzt so ein bisschen trocknet, ne? Ich habe mir von Lovia so Pinsel gekauft, so ein Set. Da sehen wir auch gleich noch den anderen. Das ist so ein Silk Brush Set. Da habe ich ja einmal den größeren. Und das ist hier oben halt wie so ein Finger quasi. Fand ich ganz witzig. Und da gehe ich jetzt hier auch ein bisschen in das Produkt. Als würde ich mir das jetzt quasi mit dem Finger einarbeiten und trage mir das dann hier als Highlighter auf. Das ist jetzt für so Base-Produkte, glaube ich, nicht ganz so relevant, aber nachher vielleicht für die Augen, ne? Da habe ich nämlich so einen kleineren davon auch. Nochmal mit dem Finger drüber. Also, ihr seht hier auch so einen Streifen, oder? Bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen, dass ich jetzt irgendwie einen Knick in der Optik habe, ich weiß es nicht. Geht es nochmal mit der Foundation und, also, die ist ja auch noch hier drin, ne? So drüber. In letzter Zeit habe ich doch immer mal wieder Drogerieprodukte, wo es einfach nicht funktionieren will. Oh Mann, ja, die Konsistenzen vertragen sich nämlich nicht so wirklich. Und es geht wirklich jetzt auch besser, dadurch, dass es halt komplett unterschiedliche Konsistenzen sind mit so einem Pinsel. Dann verbindet sich das wenigstens ein bisschen mehr, aber du kriegst dadurch jetzt keinen schönen Highlight-Effekt. Nee. Also vielleicht probiere ich das mal irgendwie als Primer oder sowas, aber jetzt so in der First Impression ist das hier jetzt auch nicht unbedingt das Wahre. Was ist das denn hier? Mann. Verwenden wir ein bisschen Lippenpflege. Da habe ich hier aus dieser Live in Coral, die Lippenmaske von Essence. Das ist ja diese super süße Geschichte. Und ja, da habe ich mir einfach mal die Lippenmaske bestellt. Ich habe mir auch ein paar andere Produkte aus der LE bestellt. Das fand ich aber am spannendsten. Und alle sprechen über den Duft. Das riecht wirklich so ein bisschen wie Pfefferminz-Kaugummi, ne? Aber angenehm. Und das ist auch sehr, sehr cool gemacht, finde ich persönlich hier drin. Es ist super fest. Das wärme ich dann so ein bisschen hier mit meinem Finger an, nehme mir Produkt raus. Also wirklich sehr, sehr fest. Also wenn die Konsistenz vielleicht, also dass man das besser hier rauskriegen würde, wäre, würde ich die noch mehr feiern. Aber so, ja, habe ich jetzt quasi eine Lippenpflege und das mache ich halt gerne, nachdem ich cremige Texturen aufgetragen habe, dass ich dann eine Lippenpflege verwende.
Abgefahren. Ja, Puder habe ich jetzt kein neues oder so. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal kurz an den kritischen Stellen mit dem Schwämmchen entlang und nehme dann die beiden Puder aus meinem Project Pen. Was das Project Pen ist und so seht ihr in dem Video, was ich euch mal im i verlinke. Da ist mein kürzlich hochgeladenes Update zu sehen. Also auch zu den Produkten, die da so drin sind. Wer alle zu den Penning Sisters gehört und so. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Das ist ein sehr cooles Projekt, finde ich persönlich. Und so sieht das Ganze dann halt auch ein bisschen gesetteter aus. Mag ich gerne leiden. Also das ist jetzt schon mal eine schöne Sache. Ja, das mit dem Highlighter hätte man sich echt sparen können. Ne? Da sieht man wirklich nicht viel von. Egal, ich habe hier von Alverde Naturkosmetik einen Bronzer mir gekauft. Das ist der Trio Bronzer. Der schaut einmal so aus. Und dann schauen wir mal, wie der sich so in meinem Gesicht verhält. Ja, das ist das ein matter Bronzer? Ich glaube schon. Ja, das ist ein matter Bronzer. Und da gehe ich jetzt einfach auch komplett mit dem Pinsel aus dem Yesso-Pinsel-Set durch. Das ist so ein Puderpinsel, der da auch mit drin ist. Und ja, wärme damit mein Gesicht ein bisschen auf. Nee, der scheint aber dann doch noch irgendwie Glow mit dabei zu haben. Ne, weil hier sehen wir ein bisschen Glow. Aber das finde ich jetzt bei diesem Bronzer, um ehrlich zu sein, nicht schlimm, weil das kein Glitzer-Glow ist, sondern sieht halt irgendwie schon natürlich aus. Es sieht schön aus. Und wenn man zum Beispiel so einen Alltagslook schminken möchte und sich halt wirklich nur so ein bisschen das Gesicht aufwärmen möchte und nicht zwingend noch einen Highlighter on top tragen möchte, kommt der, glaube ich, ganz gut. Lässt sich auch schön verblenden und so. Lässt sich toll aufbauen. Ich arbeite dann auch eher so mit den beiden helleren Farben, die da sind. Dafür ist das Fändchen nämlich groß genug, ne, dass man sich das dann selber so basteln kann. Mag ich gerne leiden. Also das ist ein schöner Bronzer. Hm, habt ihr den schon getestet? Also, Empfehlung. Auf jeden Fall. Endlich. Dann habe ich hier etwas von NYX. Und zwar haben wir letztens die Buttermelt Bronzer bekommen. Ganz fresh. Und jetzt gibt es hier Buttermelt Blushes. Ich habe die Farbe You Know Butter. Oha, der ist wirklich glowy. Okay, also es ist kein mattes Produkt, auf gar keinen Fall. Und ja, wir haben es bei den Butter Bronzern auch schon gesehen, dass da einfach auch sehr viel Pigmentierung am Start ist, ne? Holla, die Waldfee. Okay, ich habe jetzt das kleine bisschen auch verblendet, ne? Ich glaube, ich kriege das schön hin. Versuche ich da mal einen anderen Pinsel. Das ist, glaube ich, eher ein, weiß ich nicht, vielleicht auch so als Konturpinsel gedacht. Ich will jetzt auch so viele Pinsel wie möglich einfach ein bisschen ausprobieren, ne? Also ich nehme mir ein bisschen was auf dem Pinsel drauf. Arbeite das erstmal hier so in den Handrücken, dass ich auch so eine, ja, dass ich das Produkt einfach kennenlerne. So sagen wir es jetzt einfach mal. Dann trage ich mir das auf. Holla, die Waldfee. Hier ist viel Glow am Start. Auch hier ein Produkt, ne? Wenn man nicht zusätzlich einen Highlighter möchte, ist das wahrscheinlich schön. Aber sehr, sehr krass pigmentiert. Oh, der betont dann auch ein bisschen mehr sowas, ne? Dass man halt auch aufpassen muss, dass man da jetzt nicht irgendwie, ja, also bei mir werden halt Falten dadurch sehr betont, ne? Also, ja, Unebenheiten werden dadurch auch mehr betont. Ich nehme jetzt lieber den großen Pinsel, um das aufzutragen, weil der andere mir ein bisschen zu viel Produkt aufträgt, glaube ich. Ho, er ist wirklich, als hätte man Butter ins Gesicht gekriegt. Das kann man wirklich auch so sehen, ne? Also auf der anderen Seite versuche ich es jetzt mal mit diesem Pinsel direkt. Der hat nämlich auch einen Goldschimmer mit dabei, aber das ist halt ja auch meine Sache, ne? Wenn ich dann auch tatsächlich die Farbe so bestellt habe. Ja, mit einem großen Fluffigen geht es besser. Das muss man wirklich sagen. Dann bekommst du dann nämlich nicht so dieses extreme Schimmern. Wobei, wenn ich mich jetzt auch so Richtung Licht drehe, Richtung Fenster drehe, da ist schon ordentlich Glow mit am Start. Aber also das hier ist mir, das ist mir zu viel. Ne? Also auch aus der Entfernung seht ihr das ja auch. Hm, schwierig. Aber dafür bin ich ja da, ne? Dass ich mit euch zusammen einfach so ein paar Neuheiten teste und ihr so seht, wie die im Gesicht funktionieren, bevor ihr euer Geld aus dem Fenster rauswirft. Wow! Also der ist wirklich sehr, 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 sehr heftig. Ich werde jetzt nochmal mit dem Bronzer ein bisschen nacharbeiten. Das Ding ist nämlich, ich habe noch einen Highlighter, den ich euch zeigen will. Keine Ahnung, ob man den überhaupt hier drauf sieht. Hier ist was los, Leute. Ich sag's euch. Okay, denn der Highlighter, den ich mit euch verwenden möchte, ist ebenfalls von Alverde hier. Der Luminous Pearl Highlighter. Auch den fand ich einfach spannend. Ich fand dieses Pressing da drin auch super schön. Also ich glaube, Alverde macht sich auch nach und nach. Ne? Also ich bin einfach nach wie vor neugierig. Und der sah so schön aus und der sieht auch im Fändchen richtig schön aus, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht haben wir hier auch einen richtig schönen, subtilen Highlighter. Der sieht wirklich toll aus. Also ich habe den hier jetzt mal so leicht aufgetragen, ne? Der ist schon schön, ne? Dann nehme ich nur noch einen Highlighter-Pinsel. Mal gucken. Ja, gehe mit dem Highlighter-Pinsel aus dem Yesso-Pinsel-Set rein und trage mir den auf. Aber wir haben ja schon so einen Mega-Glow durch den... Ja, da siehst du nicht viel von.
Aber ich glaube, der ist schön. Ich glaube, eine Stelle, wo ich noch keinen Highlighter oder keinen Blush aufgetragen habe, ist meine Nasenspitze. Da können wir jetzt ja mal so ein bisschen den Test machen. Sieht man dezent, ne? Hat auch nicht jetzt irgendwie groben Glitzer, glaube ich, mit dabei. Nee. Also das ist ein sehr schöner Highlighter. Aber zu dem Blush brauchst du keinen separaten Highlighter. Nun, noch ein weiteres Produkt hat NYX rausgebracht. Und zwar ist das dieser Powder Louder Brow Pencil, den ich in der Farbe Blond habe. Ich hoffe, dass er gut funktionieren wird. Bin ich ehrlich, denn alle schwärmen ja sonst auch immer von diesen NYX Augenbrauen Stiften. Da habe ich aber für mich die perfekte Farbe leider nicht mit drin. Wir haben hier sowohl einen Stift mit dabei, den man anspitzen kann, als auch einen Spoolie. Oh, der ist relativ hart, sehe ich gerade. Oh. Und farblich gucken wir mal, was das so wird. Sieht auch sehr warm aus, ne? Ja, und wir sehen, dass der Highlighter hier krümmelt. Wow, der rollt sich hier komplett ab. Kann man das hier einfangen irgendwie? Weiß ich nicht. Also quasi hier unten auf der Hand, wie der Highlighter einfach Ciao Kakao sagt. Weiß ich nicht, ob man das sieht. Naja, ist auf jeden Fall bitter. Eieiei, was ist das für eine Farbe? Nee, das ist kein Blond. Das ist kein Blond, Leute. Also ich glaube, ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin. Das ist ja unglaublich. Sieht man das? Ja, da sieht übel aus. Nein, das ist nicht meine Farbe. Ich nehme jetzt den, den ich aktuell in Anwendung habe. Nabla. Oh Mann, was ist das heute hier? Das ist meine Augenbrauenfarbe, ne? So kann man es machen. Ja, und auch das Augenbrauenfixierungsgel habe ich jetzt auch nicht neu. Das heißt dann nämlich auch wieder hier von Catrice mein Superglue, den ich schon zur Hälfte, mehr als die Hälfte aufgebraucht habe und der einfach mittlerweile nicht mehr ganz so durchsichtig aussieht. Wir hatten letztens die Amazon Prime Days und da kam ich nun wirklich nicht mehr drum herum, mir diese Lamora Paletten zu kaufen. Die sind nämlich auf 7 Euro reduziert gewesen. Und heute schmecke ich dann einen Look mit der Bronze Dream Palette. Die schaut einmal so von außen aus, relativ unspektakulär. Die hat vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein paar Geschwister schon in der aktuellen Make-up-Industrie. Und die kommt einem doch vielleicht vom Farbschema relativ bekannt vor und alle schwärmen davon. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm Claudi, für 7 Euro kannst du da nichts verkehrt machen. Und da werde ich jetzt mal, ich glaube, ja, einen entspannten Look mit schminken, ne? Ja. Der Pinsel geht hier ab wie ein Zäpfchen. Alter, ist der riesig, aber damit kannst du halt ruckizuck dir jetzt auch schon direkt so ein, ne, Ton auftragen. Und nein, der Concealer hat nicht gecreased. Der sieht wirklich gut aus. Also das ist so jetzt von den Neuheiten, die ich verwendet habe, eins der besseren Produkte. Ich starte dann einfach mal mit dem Ton Desert. Das ist dieses sandfarbene Tönchen hier unten. Und das trage ich mir komplett auf. Auch so in die Lidfalte. Ho, guck mal, wie schnell das geht mit dem Pinsel. Wir haben hier im Deckel von der Palette sogar einen Spiegel drin. Das finde ich praktisch. Für 7 Euro, ne? Und die Drogerie bringt jetzt halt auch nicht so wirklich neue Töne oder neue Paletten viel raus. Deswegen inkludiere ich einfach mal solche Sachen. Ich glaube, das ist okay. Hoffe ich. Sehr martialisch, der Pinsel. Aber ich finde ihn gut. Und der Ton hat sich auch wirklich super einfach auftragen lassen. Das ist quasi zweimal reingedippt und aufgetragen. Dann nehme ich mir so einen etwas fluffigeren Pinsel und den Ton Sunset. Der geht ein bisschen mehr in die helle Orange-Richtung. Und blende dann hier außen damit mal so ein bisschen entlang. Hätte man jetzt nicht zwingend gebraucht. Gibt das irgendwie einen großen Effekt? Ich glaube, man sieht das nicht wirklich, oder? Aber ich habe ihn ausprobiert. Dann nehme ich mir einen etwas präziseren Blendepinsel und gehe in den Ton Cayenne rein. Das ist dieser matte Ton hier oben. Der ist ein ganz kleines bisschen kühler als der Burnt, der sich darunter befindet. Den setze ich mir hier außen rein, um mein Auge so ein bisschen zu vertiefen und blende den dann auch leicht in die Lidfalte. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön funktioniert das. Der ist gut pigmentiert, die Töne verbinden sich toll. Auch am unteren Wimpernkranz macht er sich echt gut, ne? Also das gefällt mir. Mit der Palette kannst du gut was machen. Kein Fallout, kein Nix. Leichtes Verarbeiten. Ich kann verstehen, weswegen davon so geschwärmt wird. So, die matten Töne sind jetzt weitestgehend aufgetragen. Jetzt möchte ich mir gerne mit diesem Eyeliner-Pinsel quasi und dem Ton Deep, der ist ja eigentlich eher so, der ist nicht matt. Der ist ja auch ein bisschen mit Schimmer mit drin, ne? Aber den möchte ich mir eigentlich ganz gerne als Eyeliner ziehen. Der hat, wenn man den sich so anguckt, natürlich was super dunkelbraunes, aber wenn ich so seitlich auch drauf gucke, der hat auch irgendwas Flaumiges, keine Ahnung. Und damit ziehe ich mir jetzt, glaube ich, einen Eyeliner.
Ja, da ist der Pinsel jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich glaube, das ist auch eher ein Lippenpinsel. Da gibt es nämlich noch einen anderen, der ist nämlich so ein bisschen schräger. Ich glaube, der ist dafür etwas besser geeignet. Aber der Ton ist leider nicht ganz so gut geeignet als Eyeliner. Weil, ich meine, das ist sehr süß, ne? Aber es ist, mal gucken. Ich versuche jetzt außen auch mal so eine Art Wing. Und ich finde, auf dem Auge kommt er dann auch deutlich flaumiger rüber, als man das vielleicht so im ersten Moment gedacht hätte. Ja, kann man machen. Aber ich werde da, glaube ich, gleich nochmal mit einem mit einem Eyeliner halt nachhelfen. Weil so hundertprozentig überzeugt mich das halt noch nicht. Okay, also Schimmertöne. Ich glaube, ich versuche es sogar mal ohne Glitterglue. Habe hier aber mein Ding, was wie so ein Finger sein soll. Und gehe damit in den Ton Dynamite. Das ist dieser hier. Crazy. Also wirklich crazy, das so zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du kriegst auf dieses Ding halt auch wirklich gut Pigment, ne? Und das stempel ich mir dann hier so auf mein bewegliches Lid. Und das funktioniert ja richtig klasse. Du hast, also da muss ich jetzt so an Indie-Brands denken. Wenn ich da die Lidschatten mit dem Finger auftrage, ne, sehe ich nachher aus wie die Fee des Jahrtausends. Schön. Ich gebe das mal auf der anderen Seite mit dem Finger auf. Da habe ich auf jeden Fall mehr Kontrolle. Einfach, weil ich da auch geübter drin bin. Ne? Ist halt verständlich, wenn man das halt sonst immer mit dem Finger gemacht hat. Und ich bekomme da auch schon ein bisschen mehr Produkt aufs Auge drauf, finde ich. Also ich muss halt auch wirklich nur einmal ins Fännchen gehen, kann das verteilen und dann finde ich das schön. Aber ich glaube, wenn es halt so wirklich krass Schimmertöne sind, dann ist das eine große Erleichterung. Oder wenn man präzise damit arbeiten muss, wie ich das jetzt hier außen auch versuchen werde. Und zwar mit Bronze, nämlich den hier. Und den setze ich mir dann hier außen dran. Und du kannst es halt immer so eben am Handtuch neben dir so ein bisschen sauber machen und dann hast du einfach keine Rückstände mehr. Das ist wirklich nice. Dann nehme ich mir noch den Ton Ginger, das ist dieser Goldton, und setze mir den in mein inneres Drittel. Also ich würde sagen, gerade schon dieser kleine Stempel hier, ne, den sollte man sich mal angucken, falls man die einzeln kaufen kann. Ich habe die bei Rossmann im Set gekauft, denn ich komme da wirklich gut überall mit hin, wo ich damit hin will. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn ich gebe mir jetzt natürlich auch mein Inner Corner Highlight mit dem Ding auf. Habe hier aber keinen super hellen Ton in der Palette. Also ne, mit der bin ich jetzt quasi fertig. Der Augenblick gefällt mir sehr. Und gehe dann einfach mal in meinen Highlighter. Ne? Der kann jetzt einfach mal wieder ein bisschen mehr performen. Ich glaube auch für Leute mit langen Fingernägeln oder so kann das echt hilfreich sein. Also farblich passt der Highlighter definitiv zum Augenlook. Ist aber auch, wie wir das eben schon gesehen haben, etwas zurückhaltender. Aber es passt sehr, sehr nice. Also die Palette ist richtig geil, Leute. Für 7 Euro, Entschuldigung. Boah. Ich glaube, Natascha gefällt das nicht. So, wie gesagt, Eyeliner ziehe ich mir jetzt auch nochmal. Ne? Dann nehme ich meinen von Rare Beauty. Vor dem nächsten Produkt habe ich wirklich ein bisschen, man weiß es noch nicht genau. Respekt, sagen wir es mal so, weil heute funktioniert das mit mir und Make-up heute irgendwie gar nicht so gut, außer bei den Augen gerade. Nun, von Trended Up habe ich das Protect & Set Over Make-up Spray, Lichtschutzfaktor 50 hoch. Das ist einmal dieses hier. Ich habe mir gedacht, das könnte man auch als Fixierungsspray nehmen, oder? Das Over Make-up Spray fixiert das Make-up, genau. Und dann mit einem Abstand von etwa 20 cm sprüht. Es riecht super angenehm und es fühlt sich an, als hätte ich nichts im Gesicht. Wirklich nichts. Ich glaube, ja, oh, habe ich nicht doll genug gedrückt? Wenn ich jetzt doll drücke, kommt nämlich auch was Kühles. Hätte ich vielleicht mir mal vorher angucken sollen, was ich überhaupt gemacht habe, ne? Okay, es sieht relativ ölig aus, aber das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Jetzt hoffe ich halt nur, dass es nicht mein Make-up löst, ne? Das wäre nämlich bitter. Ja, und dann soll man das jetzt ja einfach so lassen. Ich merke auf den Lippen auf jeden Fall, dass das ein bisschen ölig sich anfühlt. Und man sieht auch diesen extremen Glanz jetzt im Gesicht. Holla. Bestenfalls gibt man sich aber natürlich auch sowas drunter. Achso, ich wollte einmal fühlen. Ja, es ist halt wie Öl. Es ist wirklich wie Öl. Eieieiei. Damit kann ich mich doch sicher hier auch super abschminken, oder? Wenn ich das hier so drauf mache. Lass ich mal kurz antrocknen. Weil das sah jetzt ja auch schon sehr, sehr nass aus, ne? Aber das ist ja im Prinzip, was es dann mit Make-up machen könnte. Ja, normalerweise kannst du dich damit super abschminken. Das wird richtig schön bröselig, wenn man das so verteilt. Ich hoffe, dass mein Gesicht jetzt trotzdem hält. Das wäre sonst bitter. Okay, ich biege meine Wimpern. Dazu nehme ich meine Catrice Wimpernzange. Ich habe keine neue Mascara gefunden, deswegen nehme ich hier von Maybelline einfach mal die Firework.
Die habe ich quasi aktuell im Dauermodus, aber die wird jetzt auch schon bald dann fertig sein. Weil ich benutze Mascaras maximal 2 Monate am Stück, ne? Und die habe ich ja auch fast täglich in Anwendung. Okay, ja, 2 Faktoren sind jetzt gerade zusammengekommen, die nicht gerade fantastisch sind. Zum einen ist diese Mascara schon fast aufgebraucht, sodass da nicht mehr so super gut Produkt rauskommt. Zum anderen habe ich scheinbar noch ein bisschen was von dem Spray in meinen Wimpern gehabt, sodass die Mascara auch nicht so gut an den Wimpern halten möchte. Das sieht jetzt ein bisschen weird aus, vor allem aus der Nähe. Aber ich glaube, aus der Entfernung wird es gehen, denn das ist ein Look, den ich schminke, mit dem ich gleich noch Videos drehen wollte. Also aus der Entfernung sieht es auch wirklich gut und glowy aus, aber es fühlt sich so an, als hätte ich ganz, ganz dringend das Bedürfnis, mir noch irgendwie ein krasses Setting Spray drüber zu geben oder Fixing Spray vielmehr. Also für Leute, die keine wirklich trockene Haut haben, ist das Spray nicht so gut, würde ich jetzt mal so sagen, weil dann flutscht euch alles weg, ne? Für mich ist es halt noch gerade so in Ordnung. Also wirklich in Ordnung. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie ölige Finger oder so, wenn ich hier so drüber gehe. Ich fühle nämlich auch, also so ein ganz kleines bisschen, ja, spüre ich schon Produkt, aber ich nehme jetzt nicht die Base oder so damit ab. Ich sollte jetzt am besten nicht so machen, weil so haltbar ist das Ganze, glaube ich, nicht. Labarababer, ich nehme jetzt hier von Maybelline den Lifter Liner in der Farbe 06 Line Leader. Den hatte ich letztens euch ja schon mal gezeigt. Und die Lippenmaske hat auch so ein bisschen die trockenen Stellen so geschmeidiger gemacht auf meiner Lippe. Aber jetzt nicht so mega krass, wie andere das machen, ne? Zum Beispiel die von Nabla. Es ist halt eher wegen dem Optischen, glaube ich, dann so eine Sache, weswegen ich das cool finde. Und jetzt kommt noch ein Lippenprodukt, was ich mir gekauft habe, und zwar der Buttergloss von NYX oder Buttergloss Blink in der Farbe 02 Dripped Out. Ich glaube, das passt jetzt sehr, sehr gut zum Augen-Make-up. Der Liner, also der Lip-Liner war jetzt eigentlich mehr so, um quasi eine Kontur um die Lippe noch zu bekommen, ne, damit jetzt nicht irgendwie der Liner irgendwo hinfließt. Der Liner vor allem, der Gloss. Eine sehr schöne Farbe. Also dieses Orange mag ich auch gerne. Es passt richtig gut zu dem goldenen Look, den ich so habe. Und du spürst keinen Glitzer. Und ich finde, es sieht einfach schön aus. Doch, das mag ich leiden. Jetzt kommt noch etwas, ja, was ich immer sehr gerne zum Abschluss verwende. Und zwar ein Parfum. Da habe ich mir diese One Avenue Düfte gekauft. Also da gibt es die im Rossmann und die gab super günstig. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Hier habe ich das Peony. Das ist Pear, Iris und Almond. Also quasi Pear müsste dann ja Birne, Iris und Mandel drin sein. Klingt schon mal ganz nice von der Duftbeschreibung her. Also nach etwas, was ich sehr, sehr gerne mögen werde. Ich finde, dass die einen so ein bisschen von dieser Optik her an die Kayali-Düfte so erinnern. Ne? Da ist ja auch dieses Hexagon quasi. Jetzt schauen wir mal, wie der so riecht. Ich denke, dazu mache ich aber noch sowieso ein separates Video zu den ganzen Düften davon. Erstmal vielleicht hier so ein bisschen aufsprühen. Kommt mir bekannt vor, ne? Riecht richtig gut. Oh ja. Den gönne ich mir gerne zu dem Look. Den lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen arbeiten hier, ne? Die Iris kommt meiner Meinung nach am allermeisten raus. Die Mandel, subtil, sehr subtil. Aber es ist vor allem für mich persönlich ein blumiger Duft, ein sommerlicher Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Der ist frisch, aber nicht zu sportlich. Der ist elegant, aber jetzt nicht ladylike. Ich finde den einfach angenehm. Das ist ein schöner Duft, den man einfach gerne trägt, würde ich mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, an wen der an wen der quasi angelehnt sein soll. Das könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren spekulieren. Das ist jetzt mein fertiger Look im Insgesamten. Und jetzt am Ende des Videos gefällt er mir. Und ich fühle mich auch wohl damit. Aber der Weg dahin, ihr habt selber mitbekommen, war steinig. Schwierig, ne? Mit dem Glow in diesen Geschichten. Absolut nicht meine Farbe. Mega geil. Nur für trockene Haut. Mag ich gerne leiden. Mega schöner Duft. Sehr, sehr geile Pinsel. Definitiv mehr als nur Naturkosmetik. Wegen der Verpackung würde ich es empfehlen. Auf gar keinen Fall für trockene Haut geeignet. Schöner Sommerconcealer. Also das ist jetzt quasi so mein Fazit zu den... Nein. Nein. Habe ihn weder gesehen, noch war der irgendwie schön auf der Haut. Würde ich jetzt nicht so empfehlen. Ja, das war jetzt so mein kleines, aber feines Fazit zu den Produkten. Habt ihr schon irgendwas von den Produkten auch entdeckt, getestet und so weiter, dann teilt auch gerne mal eure Meinung, eure Erfahrung in den Kommentaren mit, dass wir alle davon auch profitieren können. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht so ein paar Hinweise geben konnte, sowohl als Empfehlung als auch als Entfehlung, und dass ihr einfach vielleicht unterhalten wurdet hier. Das würde mich nämlich mega freuen. Dann wäre auch ein Däumchen ein Träumchen, denn Support ist kein Mord, ne? Und ja, ja, egal. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend.
fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.